Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und dem Beagle. So. Jetzt aber wirklich mit Timer. Oh. Wo kann ich denn da hin? Diese Musik ist so unheimlich, ey. Ja, Jahrmarktmusik und so ist alles nicht so meins. Weil ich das eher unheimlich finde als beruhigend. Ach, da musste ich sogar lang. Okay, gut, ja. Ein Klo. Gut, ja. Das soll wohl so sein, dass man manchmal Klos braucht. Ich gehe mal extra erst rum, weil ich will ja nichts verpassen. Aber hier ist in der Tat nichts. Schnell speichern können wir. Wir können das hier benutzen. Und gar nichts wegpacken. Gut. Da ist noch eine Box. Noch eine Leuchtfackel. Sehr schön. Eine Manuskriptseite. Scratch auf der Jagd. Scratch schlich durch den Wald, eine erschreckende, dunkle Präsenz in der Dunkelheit, die man eher spürte als sah. Die Dunkelheit kochte in seinen Schädel wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von jenen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen, seine Armee der Dunkelheit. Er hatte ein pulsierendes schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, die seine Herden in Raserei versetzten. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Der Auslöser, eine Flutwelle. Eine Flutwelle, die sich ausbreitete und die Realität verschlingen würde. Er stand so kurz davor. Die Besessenen röchelten und kreischten und zerrten an ihren unsichtbaren Fesseln, erfüllt von einem Blutrausch. Scratch ließ sie los. Sie stürzten sich mit wildem Eifer in die Nacht. Er riss ein Schild aus dem Boden und schwang es in der Hand, als ob es aus Luft bestünde. Weiter vorne setzte die Musik ein. Sie spornten ihn an. Möge das letzte Hirschfest beginnen. Ja gut, ne. Ich hoffe, wir können den halt aufhalten und gut ist. Nicht? Das passt nicht dahin, also muss es ja hier hin. Denken, Saga. Denken, denken, denken. Oh. Der dunkle Ort. Das Dunkel. Dann kann ich den Klicker vielleicht zum... Offensichtlich nicht, nein. Ach, sagt sie, ja, ja. Ich weiß halt einfach nicht, was du von mir willst. Saga, ich weiß nicht, was du von mir willst, Mädchen. Der Klicker. Später. Okay. Es ist manchmal einfach so unübersichtlich, Leute. Ich wollte gerade sagen, ihr wollt mir sagen, ich habe hier noch nichts. Was habe ich hier? Ich weiß, dass das nicht dahin gehört. Du musst nicht direkt so kiebig werden. Weißt du was? Du nervst mich, Saga. Lass mich doch bitte endlich arbeiten. Und stör mich nicht. Immer dieses Schnalzen, ey.
Okay. Warte mal, ich habe jetzt aber keine. Okay, nein, habe ich nicht. Echt mal. Blöde Schnepfe. Ihr habt doch jetzt auch was gehört, oder? Das war nicht nur in meinem Kopf. Es gehört. Hallo? Coffee World. Jemand da? Nein. Sind Sie Nein. rausgekommen? Haben die Besessenen Sie erwischt? Offensichtlich. Oder wurden Sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Und da ich so viel Zeug kriege, glaube ich nicht, dass ich hier glimpflich davon komme. Aber sei es drum. Ich darf mal keine Karte nehmen. Versperrt. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Okay. Krieg ich hin. Irgendwie kriege ich das sicherlich hin. Da ist ein Schloss dran, das brauche ich gar nicht versuchen. Nee, doch kein Schloss, vergesst es. Hab nichts gesagt. Ach, stellt immer vor, ihr müsst nur kurz auf Klo und die Dunkelheit überrascht euch auf Klo. Grausamer Tod. Ich gehe erstmal hier lang. Oh Gott. The Percolator. Okay. Da ist Licht. Was für ein Argument. Da ist Licht. Der Huatari-Brunnen. Der Legende nach treibt sich hier der böse Wassergeist Neki. Rum. Okay. I don't care about böse Wassergeister. Ich habe andere Probleme. Do not entry stuff only. Das geht von hier nicht auf. Ach so, gut. Das ist dann so. Boah, überall knarzt und knirscht es, damit du dich auch ja fürchtest. Und es funktioniert auch noch. Oh. Noch ein Kultversteck. Was verbirgt sich hinter diesem Lächeln? Keine Ahnung. Puh, okay, dann gehe ich halt wieder zurück, weil was bringt's? Dann ab zur anderen Seite. Nee. Ah, falsche Kurve genommen. Ach, hier wird Bürgermeisterwahl betrieben. Gut, ja. Also wenn die so ihren Tourismus fördern wollen, dann, tja. Mocha der Elch. Eines Morgens während der Bauarbeiten in der Coffee World wurde ein verletzter Elch entdeckt, der im Souvenirladen Fresh Pot Schutz suchte. Obwohl er wegen seiner Beinverletzung hinkte, erwies sich der schlauer Elch als zu schnell für die Wildtierretter. Nach einer langen und erfolglosen Verfolgungsjagd legten alle eine dringende benötigte Kaffeepause ein und kochten dabei einen der besten Kaffees in der Geschichte von Coffee World. Noch bevor sie die erste Tasse einschenken konnten, tauchte der Elch auf. Das köstliche Aroma hatte ihn, aber klar, angelockt. Er ließ sich behandeln und bekam dafür eine heiße Tasse von Mochas Lieblingsröstung. Seitdem ist Mocha der Elch zu einem festen Bestandteil von Coffee Worlds geworden. Er begrüßt Gäste aus dem ganzen Land und testet persönlich jeden unserer Röstungen um ihn. Ja, klar. Mocha ist etwa 6 Jahre alt. Wussten Sie, dass ein Elch bis zu 25 Jahre alt wird? Mocha wiegt 370 Kilo. Wussten Sie, dass Elche die größten Hirscharten der Welt sind? Mocha liebt es zu schwimmen. Wussten Sie, dass Elche bis in 6 Meter tief tauchen können? Wie soll ich denn da alles lesen? Keine Ahnung.
Elche und kaffeesüchtig. Ich glaube eher nicht. Armer Mochi. Musste Kaffee trinken, nur damit die sich gut fühlen, ey. Was höre ich denn hier die ganze Zeit für ein Klacken, ey? Ich sag ja, diese Atmosphäre ist hier super dicht. Es passiert gar nichts, Leute. Es passiert nichts und ich habe jedes Mal Angst, dass auch nur irgendwas passiert. Noch eine Box. Mit nichts drin. Verarsche-Box. Aber wo muss ich hin? Okay. Der Slow Roaster. Da nicht. Und dann haben die dieses doofe Plüschtier aus ihm gemacht? Schrecklich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe, wenn ich ehrlich bin. Das war aber zumindest nicht die richtige Richtung. Was birgt sich hinter diesem Lächeln? Ist das hier damit gemeint, mit dem Lächeln? Darf nicht. Bin ich voll? Ich bin voll. Shit. Und jetzt kann ich... Okay. Eventuell sollte ich wirklich mal die Armbrust ausprobieren. Kann ich eigentlich... Sit mich. Er nicht. Ein Pfeil habe ich wieder bekommen, ne? Ja, ein Pfeil habe ich wieder bekommen. Sag mal. Aber da ist kein Smiley drauf, also... Aber da ist ein Smiley. Ich weiß, es ist vermutlich voll die Verballerung von einfach allem. Ich habe gleich mehrere Pfeile erwischt. Aber das stand doch auf dem Bild, das mit Smiley, oder? Was ist denn da passiert? Mit Smiley, meine ich doch. Das wollte ich gar nicht. Und irgendjemand denkt sich jetzt, was für ein Assi, ey. Alle Ballons kaputt gemacht, die armen Kinder. Aber ich meine, auf dem Bild hieß es... Vielleicht irre ich mich aber auch. Vielleicht bin ich nur zu enthusiastisch jetzt gewesen. Oh, Elchi. Meine Güte! Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Aber dahinter ist was. Ohne dich geht es nicht. Eventuell dürfte sie jetzt aber nicht... Ja, nee, klar! Wie unrealistisch!
Egoistisch. Freut sich auch noch ein Bagger. Du Lemurensohn von einem... Dunkle Rüstung. Danke. Bin ich jetzt... Schnauze, du dämliches Vieh. Okay, wo bin ich denn hier überhaupt? Irgendwo bei Quarkwax? Gut. Es war jetzt keine direkte Antwort, aber gut, ne? Ha, na gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Also hier war diese Stände, Fair Trade Fun Zone. Okay. Der Percolator, den habe ich noch nicht gemacht. Also gut. Das ist nicht creepy oder so. Wow. Wo denn? Eine Achse. Aua. Wo ist der Penner? Wo ist der? Zu viele Orte und denen man nicht machen konnte. Die Horrorgeschichte. Zu viele. Die Jagdsaison war ein Reinfall. Okay. Ich habe Taschenlampe völlig verwimst. Jetzt kann ich es aber sehen. Kriege ich... Wenn ich das jetzt rausnehme. Ah, das meint nicht mit einem... Ah, vergiss das einfach. Kann ich da irgendwas wegnehmen oder... Nee, kann ich nicht. Aber das hier ist jetzt auf. Oh. Aber jetzt bin ich doch wieder hier. Du bist die Milch in meinem Latte. Ich will gar nicht die Milch in deinem Latte sein, du ekliges Perverto-Ding. Ein Schraubenzieher ist immer praktisch. Okay. Habt ihr gehört? Ein Schraubenzieher ist immer praktisch. Das hat sie gesagt, nicht ich. Aber hier war ich noch nicht. Da können wir jetzt gleich am Rückweg hingehen. Memes. Hast du es mit deinen Vorfahren? Gute Arbeit, Saga. Ist das so? Und jetzt los. Sie hat was von Vorfahren geschrien. Okay. Halt die Schnauze, du lachendes Etwas! Verdammte Axt nochmal. Wo muss ich hin, um zu dem Gebäude zu kommen?
Okay, hier hoch und dann noch quer rüber. Warenhaus. Wo denn? Ich hab nicht genug. Weil wenn die halt alle so schnell sind, bringt mir das halt alles nichts. Das ist aber hier, wo ich hin wollte, ne? Ein relevanter Ort. Aber warum ist der relevant? Lächelt das Ende. Wow. Es ist ein bisschen creepy. Okay, hier irgendwo ist noch ein Behälter. Den ich nicht sehe, weil... Ich bin ja offensichtlich an diesem Behälter voll vorbei. War der Elch da drin? Dann hatte der aber ein kleines Zuhause. Wo ist der Behälter, den ich nicht gesehen habe? Da könnte Batterie drin sein. Ich stehe direkt bei dem Behälter quasi, Leute. Hä? Ich stehe direkt bei dem Behälter. Bürgermeister Setter spricht Ihre Fragen an. Okay. Ich finde das irritierend mit dem Behälter, aber sei es drum. Behälter? Wo denn da? Verdammt nochmal. Ich überziehe gerade schon wieder. Ich gehe nochmal hier runter, da ist ja auch Licht. So, hier ist ein wichtiger und relevanter Ort. Ich hier schon? Nö. Eventuell finde ich hier aber den Schlüssel, den ich so heiß ersehnt suche. Für die Box von den Kultisten. Oder meine Idee. Eine Sicherung fehlt. Ohne sie funktioniert die Bahn nicht. Der Calvera Knight. Okay. Und was soll mir das bringen? Ich meine, das ist eine ernsthafte Frage. Auf jeden Fall eine Box, in der zumindest Kugeln drin sind. Das ist in Ordnung. Ja gut, ohne sich. Wo ist die Calvera Werkstatt? Kein Saft. Hier muss irgendwo sicher sein. Ja, ja. Ein relevanter Ort. Ein relevanter Ort. Da ist die Lighthouse-Wohnsiedlung. Der Watery. Das Watery Lighthouse. Calvera-Werkstatt. Zu der komme ich aber von hier aus nicht. Das heißt, es ist für später erst relevant. Okay. Aber kann ich mir aber jetzt trotzdem nochmal die Box angucken? Da vorne. Gar nichts. Wenn man sich gründlich umgucken will und einfach merkt, dass gar nichts. Gib mir noch mal die Box. Wo ist die? Schon wieder dran vorbeigelatscht an der Box? Kann das? Ja.
Hinter diesem Lächeln verbirgt sich. Was verbirgt sich hinter diesem Lächeln? Oh no. Es ist ein Tor, ne? Und so viele Tore gab es hier tatsächlich gar nicht. Glaube ich zumindest. Aber was soll's. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Gut, ihr Lieben, was hier drin passiert und was nicht, schauen wir uns in der nächsten Folge aus. Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Okay. Oh, ich muss morgen wieder beschmiert werden. Gondel, der Slow Roaster, steckt fest und schaukelt nicht. Hab sie mit WD behandelt. WD-40, das Geheimmittel für alles, was stecken bleibt. Klingt so doof, ist aber so. Umgefallener Baum in der Nähe der Latte Lacoon. Oh Gott, das klingt so falsch. Ein Wagen der Latte Lacoon quietscht, Schrauben angezogen, quietscht jetzt etwas weniger. Schraubenzieher entfernen, Penny darin gefunden. Okay. Ein Schraubenzieher. Ha, sagt sie. Ha. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich war schneller als du. Hä? Bin ich jetzt im falschen Ort? Okay. Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Klar. Da bin ich der Lösung. Wieder mal vorangegangen. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Und kann dir scheißegal sein. Also, ihr Lieben, haut rein!